Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Mythology Retold, zur vierten Mission der kleinen Bonuskampagne Die Goldene Gabe, Lokis Tempel. Brock und Eitri erkennen, dass sie hier reingelegt wurden und nehmen den Kampf in Lokis Land auf. Ja, wir müssen den goldenen Eber wieder zurückgewinnen. Und mal wieder wurden wir von Skuld hereingelegt, den kennen wir schon aus der Kampagne Sturz des Dreizacks. Ein Trick von Loki. Wir sind in Lokis Berge vorgedrungen, Bruder Eitri. Wir müssen vorsichtig sein. Da ist es! Das große goldene Wildschwein! Eber! Lokis Knechte mögen es verteidigen, aber es gehört Freya. Kommt, wir werden eine Armee aufstellen und kämpfen, um die Bestie zurückzuerobern. Der ganze Wald außenrum lebte, wie man gerade gesehen hat. So. Es heißt, mal wieder. Die Götter von Asgard jedem, der Lokis Tempel in diesen Bergen zerstört, Segen gewähren werden. Wer ist das? Hey. Lasst es uns versuchen, indem wir den Tempel dort drüben dem Erdboden gleich machen. Was denn für ein Tempel? Hab ich gerade nicht gesehen. Aber auf jeden Fall, ihr wisst schon, wir haben eine Zwergenschmiede und das heißt natürlich, wir müssen, um neue Zwerge auszubilden, erstmal die uns ein wenig verbessern. Ist bereits in das mythische Zeitalter vorgedrungen. Viele Technologien stehen uns zur Verfügung. Ja, das ist sehr schön. Und auch das ist schon gut ausgebildet. Und auch hier ist schon einiges, glaube ich, gemacht. Was haben wir hier? Ach, mal wieder nicht auf Deutsch übersetzt. Tyr instructs your Berserks in the Berserker Gang, causing them to regain hit points as they inflict damage against enemy units. Okay. Aber Berserker bilden wir nicht nie aus. Hm. Ist jetzt nicht ganz verkehrt auf jeden Fall. Auf jeden Fall mal noch einen Tempel bauen. Mit dem mal hier so hin. Ein Langhaus bauen wir auch noch. Tilbuin. Tilbuin. Fersat. Skipa. Samthicht. Baut ihr mal alle zusammen. Na ja, gut. Da auf mehr Zwerge zu kommen, wird ein bisschen dauern tatsächlich. Und auf jeden Fall mehr Rohstoffe, vor allem mehr Gold. Aber gut, wir müssen uns ja nicht durchhetzen hier. Skipan. Haben ja ein wenig Zeit. Das Ding kostet nur Holz, das ist okay. Das können wir auf jeden Fall schon mal bauen. Und welchen Tempel? Den da sollten wir zerstören. Zerstörte Tempel 0 von 10. Ach du Heilige, da haben wir eine Menge zu tun. Auch die Türme sind schon voll ausgebildet. Okay, krass. Fererthar. Da sind wir schon gut dabei, auf jeden Fall hier. Ich mal noch einen von den Zwergen zum Gold rüber. Bevor wir jetzt schon zu weit hier loslegen, bauen wir noch ein paar kleine Hütten auf. Vielleicht zerstören wir gleich den Tempel mal. Ich meine, stehen direkt bei unserer Basis. Machen wir das doch mal. So, nächste Forschung. Mehr Zwerge. Ah, wie ich euch schon gesagt habe, uns wurde von Odin große Jagd gewährt. Jeder kann mal recht haben. Quererzat. Eine große Jagd sollten wir auf jeden Fall auf die ganze Herde hier an den Tieren, Karibus oder was auch immer die sind, wirken. Kommen einmal alle zusammen. Jawohl. Dann nehmen wir gleich den zweiten Tempel hier vor. Denn das hier hinten wird noch ein ganz schön langer Weg bis dahin wahrscheinlich. Mal schauen, was uns der Tempel da gewährt. So, können wir schon wieder? Ja, wir können schon wieder. Odin hat uns wieder gesegnet mit der Götterkraft. Große Jagd. Hervorragend. Machen wir mal zack. Skiau. Auf jeden Fall werden wir nicht um Nahrung fürchten müssen. Da haben wir jetzt erstmal genug. Faire Samthicht. Ich würde ja gerne fast noch auf Erkundungstour gehen. Vielleicht finden wir noch einen Tempel. Vielleicht nochmal große Jagd. Dann können wir hier
A100. Ah, es sind diesmal doch Hirsche. Schade, ich dachte mit der Karibus. Können wir da ein paar hundert Tiere da beschwören irgendwann? Das könnte man machen, das ist relativ günstig. Aber nee, sparen wir lieber kurz das Gold ein bisschen auf. Tilbuin. Something. Halt, nein, nein, nicht angreifen. Vielleicht nimmt man hier noch einen nächsten Tempel. Ich vermute mal, hier steht bestimmt gleich einer um die Ecke. Ist auf jeden Fall schon mal Gold. Hm. Ja. Was hast du erwartet, alter Mann? Gegenangriff, verteidigen. Müssen wir den Riesen killen, weil der zerstört so einen Turm. Ja. Naja, das war leider zu erwarten, dass die sich wehren werden. Okay, das heißt, wir können es aber auch gar nicht mehr so krass hier auf Angriff irgendwie da unten gehen. Wir machen dann ganz schnell noch eine ganz Mini-Erkundungsrunde hier runter. Aber hier oben müssen wir auf jeden Fall unsere Einheiten irgendwie ein bisschen verteidigen. Ich mach mal ein paar Hersen. So, das können wir noch erforschen. Und dann sparen wir es uns einfach ein paar Zwerge auszubilden, weil im Endeffekt werden wir die Zwerge sowieso dann nachher bekommen. Dann müssen wir die aber nicht selber ausbilden. Oh, kommt wieder her. Aha. Ja, ich ziehe auf jeden Fall meine Mauer hier durch. Zack. Tilbu. Quererthar. So, dann zerstören wir mal den nächsten Tempel. Können wir auch hier irgendwo eine Mauer reinziehen. Das ist hier zumindest auf der Seite schon mal nichts mehr. Oder nicht so schnell. Ah, sehr schön. Die sind gut. Dann laufen wir einfach einmal hier noch rum. Laterne haben wir bisher leider keine gefunden. Schade eigentlich. Ne, warte, guck mal, hier unten noch eine Mauer. Zwar hinter dem Wald. Trotzdem so lange noch erkunden gehen. Wenn wir Feinde treffen, dann plätten wir die natürlich. Ja, da gäbe es ein Dorfzentrum. Natürlich genau außerhalb der Mauer, die ich jetzt gerade richte. Satt. Mist. Ärgerlich wird es erst, wenn jetzt hier ein sehr kleiner, schmaler Pass ist, den wir deutlich einfacher verteidigen könnten wie diesen großen hier. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, da trotzdem eine Mauer drin zu haben. Something. Also, wie ich das sehe, werden wir hier zwei Mauern brauchen. Satt. Ja, nicht mal so optimal. Was wir auf jeden Fall jetzt mal gönnen sollten, sind mehr Truppen. Wenn ich dann bald doch mal ein Angriff kommt, dann haben wir ein Problem. Was wollte ich? Die wollte ich. Erstmal soweit. Ja. So, gibt es hier noch einen Tempel vielleicht? Jawohl, da gibt es noch einen Tempel. Gucken wir jetzt auch den hier mal. Ich habe ja so eine Vermutung, dass man durch diesen Wald eventuell da mit einem Weg durchkommen könnte nach hinten. Nur so eine Vermutung. Muss nicht stimmen. Aber im besten Fall geht hier kein Weg nach hinten weiter. Das wäre natürlich perfekt, weil dann kommt zumindest von der Richtung mal kein Angriff mehr. Wir haben jetzt Unterminierung gewährt von Heimdall. Ja, und eine Laterne. Und ja, von da kommen keine Feinde mehr. Sehr schön. Was bringt die denn? Oh, zeig mal. Erhöhte Geschwindigkeit der Kavallerie. Okay. Auch schon mal was. Die Goldmine da oben schauen wir jetzt gleich an. Ich ziehe erstmal kurz meine Einheiten hier zurück.
Es kommt bestimmt bald wieder ein gegnerischer Angriff. Dann möchte ich meine Truppen möglichst beieinander haben. Okay, fehlt aktuell an der Nahrung. Ziehen wir nochmal drei Zwerge mit dazu. Oh, jetzt gibt es hier unten einen Angriff. Oh, das ist schlecht. Das ist nicht so gut. Hätte nicht gedacht, dass er hier auf der Seite tatsächlich angreift. Aber gut, kriegen wir verteidigt. Das ist kein Problem. Dann errichten wir einfach hier mehr Türme hier unten. Die fangen dann, glaube ich, einen Großteil immer ab, der Feinde. So, ihr dürft nach oben zurück. Ihr repariert hier erstmal. Dann bauen wir gleich mehr Türme da unten auf. Ja, die kosten auch Nahrung. Riesen können wir aber machen. Jetzt können wir es auch erforschen, ist mir egal. Gibt Zwerge. So, und ihn wollten wir auf jeden Fall nicht runterschicken mit der Laterne. Ja, das heißt, wenn wir das Dorfzentrum hier einnehmen, brauchen wir auf jeden Fall hier oben die Seite schon mal nicht verteidigen. Sondern wenn, nur hier unten den Bereich. Und wir haben sogar schon mittlerweile 4 von 10 Tempel. Gar nicht mal so wenig. Felder brauchen wir auch erstmal keine errichten. Wir haben nämlich so viele Hirsche hier. Die reichen für eine ganze Weile. Schicken wir sogar noch einen Zwerg mit dazu. Ich repariere doch mal alles gleich hier, Leute. Das wollen wir noch erforschen. Und von der Nahrung haben wir gleich. Das kostet alles Nahrung. So, da ist es auch noch dran und dann sind wir eigentlich schon durch mit der Forschung. Ja, die zwei sind manchmal ein bisschen lahm hier irgendwie. Bauen wir auch mal ein, zwei Türme vielleicht hin. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Wenn wir so 4 Türme hier unten stehen haben, ich glaube, das könnte reichen, um nahezu alle Angriffe abzuwehren hier unten. Zumindest bisher kommen die ja mit ziemlich kleinen Truppen immer nur an. Und dann reicht es, wenn wir auch eine Handvoll Einheiten hier stehen haben, da brauchen wir gar nicht mehr. Und einen ziehe ich mal ab, um ein paar neue Hütten zu errichten. So. Dann ist das auch voll. Halt, ihr nicht abziehen. Ruhig nah hier dran. So, dann können wir auch bald mal weiterziehen. Tatsächlich schon. Das Ding brauchen wir nicht unbedingt bauen. Sparen wir lieber die Materialien für Einheiten. Forschung geht gar nicht mehr. Ersten vielleicht noch. Dann mal noch eine Valkyrie würde ich gerne machen. Bosswesen. Das Gold geht langsam aber sicher zur Neige. Wir werden bald unsere Mauern verlassen müssen hier unten. Lass die dreimal hier unten zur Verteidigung. Mehr aber werde ich sie nicht hinstellen. Noch ein paar aus von denen.
das Dorfzentrum hier oben bald aufbauen und dann können wir nicht weiterziehen. Beziehungsweise wir können ja jetzt schon fast weiterziehen. Oder halt das Dorfzentrum aufbauen, meine ich. Ein bisschen Holz brauchen wir. 315. Oh, jetzt kommt da unten ein Trupp. Kommt, dann geht ihr mal gleich alle runter. Erstmal den Dicken da killen. Der macht nämlich unsere Mauern am schnellsten hin. Kein Tempel, Dorfzentrum wollte ich. Jetzt mangelt es uns am Holz tatsächlich. Auch ungewöhnlich. Komm, ich hau die auch mit dazu. Wenn wir hier einmal unterwegs sind, dann treffen wir hier auf alle weiteren feindlichen Einheiten. Was halt in einen hier zur Verteidigung, aber... Kommst du nicht mehr ran, egal, passt schon. So, der eine da darf auch mit. So, euch können wir noch verbessern. Ah, Kavallerieeinheiten vielleicht. Warum denn nicht? Skipan. Satt. So, und die beiden Helden nehmen wir natürlich dann auch gleich noch mit. Jau, jeg will. Samthicht. Ich hoffe, es ist kein Fehler, dass es, wenn ich alle Einheiten abziehe, nicht, dass dann doch irgendwie ein Angriff von unten mal kommt. Ich glaube, so ein paar Einheiten sollen wir vielleicht doch hier stehen lassen. Wenn wir dann irgendwo hier unterwegs sind und nachher hat der seine Hauptbasis hier hinten stehen oder hier und schickt dann mal schön die Truppen hier unten rum, dann haben wir ein Problem. Weil denen werden wir dann wahrscheinlich nicht begegnen. Tilbuin. Satt. So, die Kavallerie nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Den einen dann nicht mehr. Boah, das kostet 700 Nahrung. Die nächste Stufe. Ja, machen wir mal insgesamt 6 zur Verteidigung von denen. Das muss wirklich reichen. Die kosten auch Nahrung, natürlich. Je größer die Gruppe, desto stärker werden die, okay. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Gunst übrig. Und ein bisschen Nahrung. Aber trotz allem würde ich mir vorschlagen, wir ziehen schon mal los. Achso, die beiden Helden wollte ich mitnehmen. Boah, der macht 28,8 Schaden. Fernkampfschaden sogar anscheinend. Krass, das ist viel. Die sind noch stärker, nehmen wir 38,5, wenn die nebeneinander stehen. Auch kein Unterschied. Na, dann vergrößern wir doch mal das Rudel. Ja, vielleicht bringt es ja was. Ah, noch ein Dorfzentrum, das können wir auch gleich errichten. Und ein weiterer Tempel. Mal Folgendes machen. So, aber hier noch eine Mauer reinziehen. Dann hier das Dorfzentrum errichten. Einfach nur, damit diese Richtung hier hinten so ein bisschen abgeblockt ist. So, Tor rein für uns. Oh, 45,5 machen die jetzt so. Wir bilden mal noch ein paar mehr von denen aus. Hier das Unter... Wie heißt das Ding? Erschütterung, aha. Da sagst du immer Unterminierung oder irgendwas, aber... Ah ja, können wir auch gleich wahrscheinlich einsetzen hier. Ich wollte sagen, das könnte man wunderbar hier hinten einsetzen, nämlich gegen die ganze Anlage einmal die Türme und Mauern zerstören. Bevor wir das Ding hier angreifen... Oh, da kann man eigentlich perfekt den einmal hier so seitlich setzen, ne? Ach, da kommt auch schon eine kleine feindliche Armee.
Betonung liegt eher auf klein. Ja. Machen wir einmal so. Ich hoffe, wir treffen richtig viel davon. Ja, mal alles schön öffnen hier. Ah ja, da kommen sie auch schon. Wollen wohl verteidigen gehen. Aber ehrlich gesagt haben die nicht so wirklich eine Chance hier gegen uns. 49 Angriff mittlerweile. Ich mach mal noch ein paar. Bietet sich irgendwie an. Komm, erstmal die Türme zerstören. Alles, was uns irgendwie Schaden hinzufügt. Schon den Tempel, weil vielleicht kriegen wir nochmal den Skill hier. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Schaden. Ah, tatsächlich. So, nutzen wir. Dann lassen wir die auch mal hier machen, hier unten so lange. Und euch kann man mittlerweile auch hochschicken. 52,5. Oh, die werden immer stärker. Ist ja brutal langsam. Ja, mach du ruhig den Turm kaputt, das ist okay. Das passt schon. Jetzt rennen wir alle kreuz und quer hier rum in der Basis. Da ist noch ein Tempel, aber das ist ein roter Tempel diesmal, okay. Der ist von Loki direkt. Feuerwiese. Ein bisschen mehr Basis hier umgeschnitten, auf jeden Fall, der Feind. Würde ich gerne zerstören. Oha. Das sind ein paar viele tatsächlich. Kommen wir uns nochmal die Feuerwaffen. Wir ziehen auf jeden Fall die hier auch mal mit dazu. So, und wenn wir diese Basis hier zerstört haben, ich glaube, da haben wir erstmal ganz schön Ruhe tatsächlich. Da nicht mal so viele Feinde irgendwie auf uns zu. Neuen Sammelpunkt nochmal hier oben hin. Ja, ihr kostet nur Holz und Gold, das ist gut. Dann bilden wir mal von denen einige noch aus. So, wir räumen hier noch ein wenig auf. Gibt bestimmt hier unten noch einige Tempel. Ich würde die noch ganz gerne mitnehmen, tatsächlich. Weil es bietet sich einfach an, die Tempel mitzunehmen. Zumal das können wir ja auch mit denen hier erledigen, ne? Können wir hier oben mit der Armee erstmal alles hier zerstören. Ach, da ist auch ein Tempel. Sehr schön. Schnappen wir uns auch gleich. So, Valkyrie da mit rein zum Heilen. Nee, machen wir das Gebäude kaputt. Wir wurden mit der Götterkraft Waldbrand gesegnet. Ah, sehr schön. Ah ne, Waldbrand, nicht lebendige Bäume. Boah, sind das viele Dorfzentren hier auch vom Feind. Alter Schwede. Schon ganz schön was los hier. Wir zerstören erstmal alles, was irgendwie Einheiten produzieren kann. Okay, das, mit denen vielleicht angreifen macht alleine keinen Sinn. Das sind doch zu viele mythische Einheiten. Vor allem jetzt hier dann mit Turm noch und allem dazu. Gefällt mir nicht ganz so sehr. Auf jeden Fall zerlegen wir hier gerade eben alles wunderbar. Nehmen einfach hier mal die ganze Karte auseinander, würde ich sagen, oder? Ich vermute mal, ja, die haben nämlich keine Nahrung mehr. Oh, und die haben auch kein Gold mehr. Dann mal ab zu der Mine und ihr baut euch mal Felder auf.
Samsicht, ja. Und das sechs Samsicht, Stück, das heißt, wir machen sechs Felder. Wir müssen immer noch das goldene Wildschwein erreichen. Ja. Ja, ja, goldenes Wildschwein holen wir uns, keine Sorge. Wir sind dabei. Tilbuin. Wird schon gemacht. Skipan. Ja. In der Zwischenzeit halt ein paar Dorfzentren erobern und aufbauen und so weiter. Kann man ja mal machen. Sat. Atraus. Was mache ich das hier für eine Laterne? Können wir die anschauen? Jawohl. Erhöht die Angriffsstärke von Infanterieeinheiten, die Kavallerie kontern. Mal lebendige Bäume. Die sollen uns ja erstmal weniger stören. Gut. Die haben wir erledigt. Ja. Tilbuin, jetzt mal alle meine Einheiten wieder ein bisschen zusammensuchen. Ein bisschen rauszoomen dafür. Ja. Ja. Something. Ja. So, ihr könnt auch hier das nächste Dorfzentrum errichten. Alles voller Dorfzentrum gleich. Tilbuin. Skip. Ja. Something. Ja, wir sammeln uns ganz kurz ein kleines bisschen. Dann zerstören wir noch die Ecke hier drüben. Ich glaube, in die Richtung geht ja die rote Basis auch noch weiter. Hier mache ich mal das Haus kaputt. Passt schon. So, mich selber auch mal ganz kurz ein wenig sammeln. Und auf jeden Fall noch ein paar Einheiten verkraften irgendwo. Schickt einfach mal alle jetzt immer hier hin. So, und dann ziehen wir. Ach, noch nicht weiter, genau, weil da schon der nächste Schwung kommt. Oh. Den da unten sollten wir auf jeden Fall auch killen. Ganz gerne würde ich die Tempel hier unten noch einnehmen und zerstören. Allein schon wegen den göttlichen Kräften, die wir noch freischalten können. Aber erstmal würde ich die Basis hier oben auseinandernehmen, weil da kommt zumindest aus der Richtung schon mal nichts mehr. Wir haben so ein kleines bisschen Ruhe gewonnen. So, gleich sind wir da. Atraus. Ist eh die Frage, ob hier oben noch viel rumsteht, außer diesem einen Dorfzentrum. Aber wenn auch nur das Dorfzentrum ist, ja, was es anscheinend auch ist, können wir uns ein bisschen mehr Dorfzentrum gönnen. Können noch eins errichten. Und noch ein bisschen das Bevölkerungslimit erhöhen. Hab ich jetzt kein Problem mit, ehrlich gesagt. So, deswegen können wir die Mauer noch ein bisschen zerstören. So, ihr habt alle genug zu tun, das ist gut. Wir kriegen Nahrung, wir kriegen Holz, wir kriegen Gold. Passt. So, dann klären wir mal die da noch. Und mit denen würde ich dann weiter auf Tempeljagd gehen hier. Haben wir eine Reliquie auf jeden Fall hier unten zu... ergattern. Hier oben scheint auch noch ein Tempel irgendwo zu stehen. Wir könnten jetzt hier durchmarschieren. Zur Sicherheit gucke ich auch mal noch hier in der Ecke, dass hier nicht noch irgendwas steht. Aber ich glaube, der Weg hier außen ist schneller, wie jetzt einmal durch die Mauern hier durchzurennen. Machen vielleicht mal... Ja, eigentlich keine drei, aber nehmen wir mal zwei. Ja. Komm, eine wieder hier mit zurück. Ihr geht dahin. Ihr bleibt hier zur Verteidigung. Ah ja, tatsächlich, hier gibt es ein paar feindliche Zwerge. Aber die kann der eine da unten erledigen. Da braucht er uns nicht für. Jetzt mal ein bisschen hier runter. So, da kommen auch genügend Einheiten dann auf jeden Fall nach, die ganze Zeit. Ich geh schon mal hier gucken, gibt's hier vielleicht was zum Mitnehmen? Ah ja, gibt's. Sehr gut.
Erhöht die Hackrüstung. Dann ab zum Tempel. Wir wurden mit der Götterkraft Waldbrand gesegnet. Noch ein Waldbrand, okay. Ich weiß mal auch ab zum Tempel. So, dann müssen wir... Ich glaube, hier gibt es keine weiteren Tempel mehr, wenn ich das richtig sehe. Ne, hier scheint alles abgeschlossen zu sein in der Ecke. Okay, dann gehen wir mal ab hier hoch. Zu dem Haufen, der eh mittlerweile sich immer mehr zerstreut. Dann gehen wir gleich weiter in den Gegenangriff über. An sich gibt es hier nämlich gar nichts mehr. Vom Feind alles vernichtet. So, heilt ihr euch mal kurz noch ein bisschen. Gut, und hier, wir können aber Küren einfach noch mit dazu und einen davon noch. Ein 280er Bevölkerungslimit. Das ist schon echt eine Menge. Oh, die haben schon wieder die Goldmine fertig. Ach, Leute. Ach komm, gehen wir gleich hier oben hin. Gehen wir auf die da, dann haben sie auch schön was zu tun. So, ihr dürft auch mit hier hoch. Die Berserker-Gang brauchen wir nicht. Warten, wir können doch... Ja, genau, Auto-Ding anmachen. Ach, von mir aus her sind immer wieder mal abwechselnd. Kommt immer einer von allem. So, das Dorfzentrum hier zerstört langsam, aber sicher die feindlichen Mauern. Ach, wohl, da könnte es noch einen Tempel geben, tatsächlich. Warte mal. Ziehen mal noch welche ab. Hier gibt es noch einen Weg. Und ich dachte mir, hier ist so viel Platz noch frei. Da muss doch noch irgendwas sein da unten. Die Zeit können wir uns diesmal einfach auch ein bisschen nehmen in der Folge hier. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es vorher schon gesagt habe, aber ich vermute, es ist die letzte Folge von der kleinen Bonuskampagne. Bin mir sogar fast ziemlich sicher, weil bei der ersten Mission, als ich abgeschlossen war, Brocks Reise, dann stand im Hauptmenü 25% da. Und das heißt ja eigentlich, dass es nur 4 Missionen sein werden. Können wir das Ding zerstören? Oh, wir können das zerstören. Na gut. Haben wir die da oben gekillt? Ja, nicht so wirklich. Warte, Nahkämpfer aufs Tor, Fernkämpfer auf die Riesen. Und wir... Oh. Nee, es geht wirklich nicht weiter hier in der Ecke. Okay, alles erkundet. Oh, der hat einen Nidhögger. Halt alle Fernkämpfer auf den bitte. Alle, die können. Ja, aber wie viel Waldbrand denn noch? Viele Wälder gibt es doch. Also ich meine, hier gibt es Wälder tatsächlich. Könnte man hier was anzünden? Ja, noch nicht. Okay, der war schnell erledigt, weil wir so viele mythische Einheiten haben. So, die mal alle dahin. Ach, wir haben schon den nächsten Schwung hier auch fertig. Dahin mit euch. So, du kannst Felder zerstören. Alle roten Flecken auf der Karte beseitigen. Alle mal hier hoch, bisschen was kaputt machen. Viel hat der Feind eh nicht mehr. So, ihr geht da drauf. Ihr auch. Oder nein, ihr geht dahin. Gott, ist das eine Riesenarmee mittlerweile schon wieder. Aber gefällt mir. Mag ich. So, das ist leider einer von den falschen Tempeln. Der ist rot und nicht orange. Okay, und weiter geht's. Ich bin auch schon mal ein ganzer Schwung bereit. Ich hoffe, wir können den Waldbrand hier hinten irgendwie gut und sinnvoll einsetzen, weil ich, wie es ausschaut, stehen hier keine weiteren Bäume mehr außen rum. Ich weiß zwar, als wir die kleine Filmsequenz hatten, standen da einige Bäume, aber... Jetzt sind da keine mehr zu erkennen.
Ja. Und schon mal in die Richtung. Ach Leute, hier hat er doch... Ah nee, da geht's gar nicht. Ich dachte, hier könnte man unten lang laufen. Ging aber gar nicht da unten lang. Skip. Jau. Atraus. Jau. Til Orisus. Ein paar Bäume. Ah, der Waldbrand bringt uns aber was. Ja, mit dem Waldbrand kann man sich ein bisschen durchkämpfen. Und uns einen Weg frei machen. So, da ist schon der nächste Schwung in Einheiten fertig. Wir sind gleich am goldenen Eber. Ich frag mich nur. Ach, die kommen nicht durch, oder was? Jetzt machen wir einmal so. Dann machen wir noch so. Noch mehr Wald anzünden vielleicht. Zünden wir den Wald nochmal da hinten an. Ja, wir haben einen Tempel irgendwie nicht mitgenommen. Wo steht denn der? Ist der vielleicht übers Boot nur erreichbar? Könnte sein, dass man den mit dem Schiff hätte erreichen müssen. Oh, der steht wirklich genau hier, aber das glaube ich fast nicht. Wir schicken mal die Einheiten zum Gucken. Wir gehen gleich zum Goldenen Eber. Ich möchte nur ganz kurz einmal prüfen, ob hier vielleicht nicht doch der Tempel steht. Die werden zwar nicht ausreichen, um den Platz zu machen, aber... Oh, nö. Okay, hätte man wohl mit dem Boot erreichen müssen. Aber gut, dann ist es also. Dann haben wir diesen einen Tempel wohl leider nicht erreicht. Schade. Aber da steht der goldene Kampfeber. Und da ist auch Skuld. Dieser miese Verräter. Und wir haben gewonnen. Ah, sehr schön. Schauen wir doch mal, was wir mit dem Eber jetzt anstellen. Und, so und vor allem mit Skuld. Brock und Eitri ihr prächtiges Tier zurück und boten es Freyr dar, der mit der Erfindung der Brüder zufrieden war. Loki, der Betrüger, war besiegt. Jahre später kreuzten die Zwerge erneut seinen Weg. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Ja, und diese Geschichte, glaube ich, kennen wir ja schon, als die beiden Brüder erneut seinen Weg gekreuzt haben. Das ist nämlich die Geschichte aus dem Sturz des Dreizacks, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, und wir haben damit auch die kleine Bonus-Mission-Kampagne abgeschlossen. Die goldene Gabe, das heißt als nächstes gehen wir in die Kampagne des Neuen Atlantis, das ursprüngliche Age of Mythology Titans. Anscheinend, ich hätte fast gehofft, dass wir jetzt noch eine kleine Änderung hier von dem Startbildschirm bekommen. Sieht ihr schon, da ist der göttliche Akanthos. Hier steht die Poseidon-Statue mit dabei. Ein paar Sachen haben sich ja geändert zu dem Zeitpunkt, wo praktisch wir die Kampagne Sturz des Dreizacks abgeschlossen haben. Aber diesmal ist leider nichts verändert worden. Auch hier das trojanische Pferd steht mit dabei. Ja, mal gucken. Vielleicht, wenn gleich mal der Kameraschwenk kommt, aber ich auch hier... Nee, erkenne ich leider nichts Neues. Vielleicht tut sich ja nochmal nach dem neuen Atlantis was, wenn man das abgeschlossen hat. Muss man sehen. Aber gut. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Dann starten wir in die Atlantis-Kampagne. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.